Herzlich willkommen zu meinem Pilates-Programm Strandfigur. Lass uns in Rückenlage bitte starten. Leg dich ab, zieh deinen unteren Rücken flach auf die Matte, Imprint, beide Beine 90 Grad nach oben. Du könntest diese Übung auch mit den Beinen auf der Matte üben. Hände nach hinten an den Kopf, Kinn Richtung Brust, Crunches nach oben, ausatmen, einatmen. Komm nach oben und leg ab, aus. Und ein. Rücken immer wieder mehr in Richtung Matte nach unten ziehen. Powerhouse aktiv. Noch 8 Wiederholungen. Wenn du merkst, es wird zu viel, stell einen Fuß nach unten ab. Ausatmen und einatmen. Schön nach oben kommen. Die letzten 4 hier. 4 und 3 und 2. Und 1. Von hier darfst du deine Beine vorsichtig zur Decke strecken. Wenn das heute nicht ganz geht, lass sie gebeugt. Mit der Ausatmung Becken anheben, mit der Ein wieder lösen. Ausatmen, anheben, einatmen, lösen. Das Becken weg von der Matte rollen und zurück. Spür deinen Bauch anspringen, aus. Und ein. Etwas schwieriger, die Arme nach oben und den Kopf lösen. Die Kraft aus der Mitte holen, streck die Knie noch ein bisschen mehr und dabei ausatmen, ein in die Entspannung. Zieh nach oben, löse auf. Langsam die Bauchdecke spüren, tief nach unten den Nabel Richtung Wirbelsäule ziehen, letztes Mal. Dann langsam ablegen. Löst die Hände von deinem Kopf, es geht weiter mit dem oberen Bauch, Fingerspitzen Richtung Füße, Kinn Richtung Brust, Curl nach oben. Etwas leichter wäre es, wenn du die Knie anbeugst, so kannst du auch weiterarbeiten. Nochmal kontrollieren, ob der Rücken wirklich auf der Matte liegt. Ein und aus, ein und aus. Ein und aus, immer höher ziehen, die letzten 8 hier. Und 7 und 6 und 5 und 4 und 3 gleich geschafft, noch 2 hier. Der letzte. Vorsichtig die Knie anbeugen, Füße abstellen, um den unteren Rücken etwas zu entspannen und den Bauch zu entspannen, Kinn Richtung Brust. Mit der Aus jetzt nach oben wieder Rücken flach ziehen, Turtle. Zieh dich sanft von rechts nach links. Spür dein Powerhouse arbeiten, die Seite spüren. Kurze Unterbrechung, etwas leichter als die vorigen Übungen. Atme ein und aus. Taille festziehen. Noch 8, 7, 6 flacher Bauch. Noch 5, 4, 3, 2. 1, leg dich dann zurück auf deine Matte ab und streck beide Beine nach oben Richtung Decke aus. Die Hände nach hinten an den Kopf. Einatmen, Headnut, Powerhouse festziehen, Curl nach oben. Löst die rechte Hand, zieh zum Gegenbein. Ein und aus. Wenn es zu viel ist mit den Beinen gestreckt, dann beug sie an im Wechsel. Schön die schrägen Bauchmuskeln spüren, ganzer Körper soll warm werden. Zieh dich nach oben, aus und ein. Etwas leichter mit den Füßen auf der Matte, das kannst du auch nochmal probieren. Und wenn du weiter so schwer arbeiten möchtest, Beine Richtung Decke. Immer höher kommen, löst die Gegenschulter, zieh dich nach oben für 8. Für 7, für 6, für 5, für 4, 3, 2, 1. Die Beine langsam schließen. Etwas leichter ist es, wenn die Beine hier oben bleiben. Dreh die Füße aus. Wenn du es schwieriger haben möchtest, senk die Beine tiefer ab. Heute die Scissor entgegengesetzt, schön flach. Vorsicht, dass du auf der Matte liegen bleibst mit deinem unteren Rücken. Löst dann den Oberkörper, curl dich noch etwas höher, vielleicht
möchtest du die Beine wieder tief ziehen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beug deine Knie an. Einatmen, mit der Aus nochmal hochkommen, Bauchdecke festziehen. Und dann von hier ins Bicycle. Im Notfall könnte man hier ein Bein abstellen und einbeinig arbeiten. Ansonsten etwas schwieriger, wenn die beiden Beine in der Luft sind. Wechsel noch die Richtung. Über unten nach oben. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tabletop-Beine nochmal nach oben ziehen. Oberkörper ablegen. Hoffentlich jetzt den großen Bauchmuskel rectus spüren, die Seiten spüren. Von hier in Shuffle. Von unten nach oben die Beine anheben. Etwas leichter, wenn die Beine oben arbeiten. Umso tiefer die Beine kommen, desto schwieriger. Schultern möglichst entspannt in dieser Übung. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Und noch ein bisschen tiefer. Letzten 4. Und 3. Beine lang für 2. Und 1. Knie 90 Grad anbeugen, Füße abstellen, noch ein Set für die Turtle. Geh rechts und links, zieh die Taille zusammen, arbeite an diesen seitlichen Bauchmuskeln. 8, 7, 6, 5, 4 lange Finger für 3, 2, 1 in die Mitte und langsam zurück auf die Matte ablegen. Tief in die Lunge einatmen, aus beide Knie ran, Hände zurück an den Kopf und jetzt den ganzen Körper benutzen. Heb dein Becken, curl dich nach oben und komm zurück. Becken anheben und Oberkörper lösen. Jetzt die ganze Bauchdecke spüren, der ganze Körper arbeitet. 8 und 7 und 6 und 5 und 4 und 3 und 2. Der letzte. Ablegen und dann darfst du dich einmal schön lang auf deiner Matte ausstrecken. Für den Roll-Up Arme lang. Gerne die Knie beugen, wenn du es etwas leichter haben möchtest. Ansonsten lass die Beine gestreckt. Roll dich auf. Dehn den Rücken. Und komm dann langsam in den Vierfüßlerstand. Heute auf den Unterarmen. Heb dann von hier das äußere Bein an. Hol zurück und schieb das Bein nach oben Richtung Decke. Öffnen, nach hinten, öffne Seite, zieh nach hinten lang. Jetzt trainieren wir Oberschenkel, Außenseite, Po. Wichtig für die Strandfigur, nochmal aufziehen und nach hinten schieben. Aufziehen und nach hinten, halt die Bauchspannung, Schultern stabilisiert, aus, ein, noch einmal. Nach außen, dann nach hinten, wechsel die Seite, drück die Schulter nochmal tief, langer Nacken, heb dein Bein und schieb nach hinten. Heb dein Bein, schieb nach hinten, Länge, aus und lang nach hinten. Knie öffnen, so hoch du kannst, zieh nach hinten und öffne. Zieh nach hinten, jede Seite noch einmal und nach hinten anheben. Knie absetzen, dann für den ganzen Körper in die Push-Up-Position. Endspurt jetzt hier, geh tief
öffnen die Seitplanke, Taille spüren, geh tief in die Mitte. Öffne in die Seitplanke, spür die Länge. Geh tief. Öffne, Füße gestackt, aufziehen. Wenn es zu schwer ist, setz ein Knie auf die Matte ab. Wieder tief, vielleicht nur klein, das ist etwas leichter. Beine lang oder Knie abstellen. Letztes Set. Aufziehen. Geh tief. Zieh auf. Beide Hände parallel in den Kniestand. Abschlussatmung. Heb die Arme zur Decke. Bauchpopo anspannen. Ausatmen. Nochmal einatmen. Rücken lang ziehen und ausatmen. Das war mein Pilates-Programm Strandfigur. Ein kurzes und knackiges Workout für die Strandfigur. Ich hoffe, du hattest Spaß und bis bald.